So, da sind wir wieder, nachdem wir uns in der letzten Folge ausgiebig mit den Mechanismen und den Schaltern beschäftigt haben. Können wir jetzt zugucken, wie er daran rumbastelt, aber das dauert halt eine ganze Weile, weil sein Skill nicht besonders hoch ist. Wir haben ihn ja quasi von der Pike auf das Ganze lernen lassen. Aber was ich jetzt eigentlich machen wollte, war Arbeit verteilen. Also drücken wir mal U für die Übersicht und gucken, wer keine Arbeit hat. Also Kredas hat keine Arbeit, weil er nicht an sein Holz rankommt, das er hacken sollte. Unser Grunt, also unser Frontschwein Asajaljur, hat auch nichts zu tun. Haula hat auch nichts zu tun. Der Koch hat nichts zu tun. Das finde ich komisch. Deine Holzhacke hat nichts zu tun. Und Hex der Sarge hat auch nichts zu tun. Macht soweit ja auch Sinn. Aber dass der Koch nichts zu tun hat und auch nichts gehaulert werden muss, das finde ich schon komisch. Wir haben schön viel Stein. Setangtung ist fleißig am Steine kloppen und daraus Spielzeug machen. Das muss ab und an mal gehaulert werden. Kredas könnte mal ein paar neue Sachen basteln. Aus Holz. Was bräuchten wir denn aus Holz? Haben wir genug Fässer? Gucken wir mal in die Brauerei. Wir haben keine leeren Fässer. Denn dieser zwei Felder breite Stockpile hier war nur für leere Fässer. Das heißt, Kredas darf jetzt erstmal mit Q, A und V ganz viele Barrels basteln. Und Bins haben wir genug. Das sind diese schwarzen Xe. Betten. Wir haben zwar jetzt schon ein paar Betten, aber ich hätte gerne hier auf der anderen Seite auch noch ein paar. Also kann er auch nochmal in dem anderen Workshop eine Liste voll bekommen mit A, B, 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 A, B mit Betten. So, das dürfte erstmal reichen. Das sind dann wieder 20 Holz weg. Eine so eine Reihe müssten 21 sein. Also ja, wir haben einen guten Vorrat und in der Zeit ist der Mechaniker draußen auf jeden Fall fertig. So, Setantom macht sein Spielzeug, ist auch noch auf der Endlosliste. Das ist gut so. Hauler-Jobs haben wir noch zum Verteilen. Warum werden oben die Pilze nicht abgebaut? Doch, werden sie. Schön, schön. So, hier könnte gehaulert werden. Die ganzen Steine könnten wir irgendwo hinbringen. Aber oben unser Steinstockpile ist nicht wirklich voll. Aber gut, dann machen wir hier mal. Wir drücken P für Stockpile, wir drücken S für Stone. Und machen hier einen riesigen Stockpile. Für alle Steine. Es ist denn zwar einfach eine Menge Arbeit, aber wir haben wenigstens die Etagen hier unten frei von Steinen und können hier was hinhauen, was wir wollen. Weil ich finde, wenn einzelne Steine so rumliegen, ist das viel zu unordentlich. So, und schon haben wir keine Arbeitslosen mehr. So, unser Bitpower arbeitet gerade an dem mittleren. Hoffentlich gleich an dem oberen. Was können wir denn nochmal machen? Wir können die restlichen Betten jetzt verteilen. Die müssten ja alle aufgebaut sein. Die hier haben wir alle schon zugeordnet. Ne, den hier nicht. Also wieder R, Enter A. Wayne of Games. R, Enter A. Akatana. R, Enter A. Kredas. R, Enter A. Moritzenfull. R, Enter A. Buntefuß. Und damit sind wir durch, richtig? Richtig. Also wir haben jetzt noch drei Betten. Oh ne, da sind noch welche. Webster. Das passt denn ja auch. Bitpower. Und Nanu, warum? Eben gerade hatten wir noch drei, die ein Bett brauchten. Warum brauche ich jetzt nur noch eine eins? Bitpower. Oh, Webster und Asajaljur teilen sich wohl das Bett. Da bin ich jetzt mal neugierig geworden. Wir gucken mal ganz kurz auf ihn. Asajaljur. Gehen auf V View Creature und drücken R Relationships. Oh. Er ist oder sie ist verheiratet mit Webster. Und hier sehen wir noch jede Menge andere Verwandte, aber die sind wohl alle nicht hier in dem Fort. Das ist auch sehr extrem. Guck mal, wie viele Verwandte die hat. Die hat allein drei Seiten voll mit Cousins und Cousinen. Hammer. Und sie hat eine Passing Acquaintance. Das würde ich zu meinen Nachbarn sagen. Die kenne ich halt so vom Sehen her. Das ist die Beziehung von
Azaljallur zu fast allen anderen Zwergen im Fort. Ja, und so entwickelt sich es halt weiter. Wenn die jetzt lang genug in der Dining Hall zusammen geschnackt haben, dann wird daraus eine Freundschaft und das gibt dann wieder positive Gedanken. So, und wo wir gerade bei den Relationships sind, wollte ich auch noch gucken, Liberty the Knight hat irgendwie einen Lover. Ja, Liberty the Knight und Efaun sind zusammen. Okay, ja, die haben wohl zu lange zusammen auf dem Feld gearbeitet. Da kann sowas schon passieren. So, haben wir inzwischen Türen? Nein, haben wir nicht. Schade. Stimmt, die wollten wir aus dem grauen Material bauen. Und da kommen wir irgendwie nicht ran. Na komm, Bitpower, zieh den Hebel, sei fertig. Ich will wieder raus können. Ich habe zwar draußen nichts zu tun, aber ich will wieder raus können. Ja, theoretisch könnten wir es ja auch so machen, dass das ganze Fort selbstständig ist. Also wir nie raus können, wollen, wie auch immer. Aber das ist zwar sicher, jedenfalls für den ersten Schein, aber das mag ich nicht, weil man ja keinen Handel treiben kann. Und durch den Handel kann man sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Ressourcen bekommen. Also Nahrung, Trinken und so weiter. So, er hat jetzt gerade den Mechanismus mit dem oberen Floodgate verbunden. Das heißt, mit etwas Glück können wir gleich sehen, wie das Ding aufgeht. Und das müsste auch recht schnell gehen. Also sobald der Schalter hier umgelegt wird und auf grün springt, müsste ein, zwei Ticks später... Wo bist du denn jetzt hin? Du machst jetzt keine Pause, oder? Ja, das ist der Nachteil. Ah, da ist auf grün gesprungen. Ich habe schnell pausiert, weil ich noch was einwerfen wollte. Das ist nämlich der Nachteil. Zu dem Schalter muss erst jemand hinlaufen. Man kann nicht sagen, der Schalter muss jetzt instant umgelegt werden, sondern es ist einfach ein Auftrag wie jeder andere auch. Das heißt, es muss ein Zwerg da sein, der die Zeit hat und der muss auch erstmal hinlaufen. Das kann sehr, sehr ungünstig sein, wenn die Goblins schon hier sind und man dann den Schalter drücken will, dann sind die Goblins schon hier hinten, bevor man überhaupt beim Schalter angekommen ist. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. So, und jetzt, ein, zwei Sekunden später, ist es aufgegangen. Sehr schön. Das müssen wir uns also merken. Das heißt, wir können gleich die nächsten Floodgates bauen, bevor irgendein anderer Zwerg auf die Idee kommt, wieder rauszulaufen. Also drücken wir wieder B und X. Und X. Und X. So. Oh, ein Hündchen ist raus und... Was bist du? Tentakel-Fan. Der packt gerade was auf den Müll. Okay, lassen wir ihn mal. Aber wenn jetzt jemand kommt und die Floodgates baut, dann müsste ganz schnell ein von den drei Floodgates müssen wir dann wieder wegnehmen. Komm, Tentakel-Fan. Lauf, 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 lauf. Gut, er ist drin. Das Hündchen kann ruhig draußen bleiben. Und das hätte gerade ins Auge gehen können. Also einer von den Bauern oder von den Bauarbeitern ist hier hintergelaufen und hat dann von hinten das Floodgate reingebaut. Wenn das letzte Floodgate gewesen wäre, hätte er sich effektiv ausgesperrt. Und ja, sowas passiert. Also in den aktuellen Versionen zwar nicht mehr ganz so häufig, aber früher war das echt ein Horror. Aber na gut, so. Wir haben keinen ausgesperrten Zwerg. Nee, wir haben nur ein ausgesperrtes Babylama und zwei Hunde. Das heißt... Wir brauchen jetzt erstmal Mechanismen, denn ich habe vorher nicht drauf geachtet, wie viele Mechanismen wir haben. Das war ja ein Ratschlag von mir gewesen, letzte Folge. Dass man, bevor man sowas aufbaut, immer guckt, ob man genug Mechanismen hat. Das heißt, Bitpower muss jetzt erstmal ein bisschen buckeln. AT, 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 AT. Wir brauchen 6 Stück. Ne, wir brauchen nur 4. 2 haben wir noch. So, die muss er erstmal bauen. Dann können wir ihm schon mal den Befehl geben mit A und F. Und jetzt müssen wir wieder darauf achten, dass wir die drei hier anwählen und nicht die da unten. Also plus, plus, plus. Wir fangen links an und verbinden das schon mit 2 Mechanismen. So. A, F. Wählen jetzt die Mitte aus. Und wir haben keine Mechanismen mehr. Schade. Also wir können das auch nicht schon auf Vorrat in Auftrag geben. Und ich sehe gerade, wir haben sehr, sehr viele Hundewelpen. Deswegen geht dieser Schlachten los. Ich muss ja irgendwie meinen Titel als Welpenschlechter auch noch bekommen. Das war aber nicht so. Das war über Z. Und dann Animals. Und hier haben wir jetzt die ganzen Puppies. Jetzt müssen wir überlegen, welche wir schlachten wollen. Denn theoretisch könnten wir noch ein paar weibliche Hunde gebrauchen, damit wir später noch schneller noch mehr Hunde produzieren können. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal alle männlichen Hunde um. Und ich habe schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Man darf jetzt nicht Enter drücken, sonst werden die als Haustier freigegeben. Sondern wir drücken Z. Wir drücken B für Ready for Slaughter.
B, B. Und zwar überall da, wo dieser kleine Sack ist. Das sind nämlich die männlichen Hunde. Das heißt, 5 kleine Babywelpen werden jetzt umgebracht. Oh. Noch ein Problem, das bei der Sache gerade entsteht, woran ich auch vorher nicht gedacht habe, ist, momentan kommen wir nicht zu dem Refuse-Stockpile da draußen. Das heißt, die ganzen Haare und Nervengewebe und was weiß ich, die bleiben alle hier drin liegen, in dem Butcher-Shop. Das könnte noch eklig werden. Aber gut, dann muss ich halt Bitpower ein bisschen beeilen. Das passt schon. So, Ephon hatte auch nichts zu tun. Jetzt hat er auf jeden Fall jede Menge Fleisch. Und er hat hier eine Aufgabe automatisch bekommen, nämlich Render Fett. Das heißt, aus dem Rohfett wird jetzt richtiges Fett gewonnen. Das nennt sich Tallow. Ich weiß nicht, was die Übersetzung davon ist. Und das kann dann auch weiterverarbeitet werden für Kochrezepte. Das heißt, den Auftrag müsst ihr nicht vergeben. Sobald irgendetwas geschlachtet wird, wird überall automatisch Renderfett ausgewählt. Das heißt, Ephon müsst ihr jetzt gleich hier hochflitzen und anfangen, das Fett weiter zu verarbeiten. Und wie wir sehen können, war Kree das auch schon fleißig. Wir haben ein paar neue Fässer bekommen. Aber die Fässer werden jetzt alle in Beschlag genommen von den Zwergen, um das ganze Fett und das ganze Fleisch einzulagern. Das heißt, wir können mal kurz wieder runtergehen und geben ihm gleich nochmal 10 Fässer in Arbeit. Denn er hat hier, bei dem Workshop hatten wir ausgewählt, baue 10 Fässer. Und bei dem hier unten 10 Betten. Die Fässer hat er schon alle gebaut und er hat auch schon 4 Betten gebaut. Er war richtig fleißig in der kurzen Zeit. Also wir drücken hier wieder AV, 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 AV. Und ja, das geht später auch wesentlich einfacher. Da muss man nicht mehr so oft die Tasten spammen. Man kann einen Manager-Zwerg einstellen. Und dem kann man dann sagen, gib deinen Leuten den Auftrag, bau 50 Fässer. Und dann macht er ein paar Unterschriften und nach einer gewissen Zeit werden dann automatisch diese 50 Fässer als Auftrag abgearbeitet und man kriegt auch Meldungen darüber. Das hilft sehr beim Micromanagement, aber so weit sind wir halt noch nicht. So, dumm, 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 dumm. Oben wird geschlafen. Mechanismen sehe ich nur ein bisher. Ja, das war keine so gute Idee von mir. Also vor, wieder die Floodgates zu bauen. Wir könnten sie zwar abreißen, aber... Ja komm, das kriegen wir schon hin. Der bisschen Dreck, der gerade jetzt anfällt. Vielleicht haben wir denn das Glück, in Anführungszeichen, und ich kann euch zeigen, wie Miasma aussieht. Oh, der Butcher-Shop ist leer. Wie geht denn das? Wo ist der ganze Müll hin? Also ich sehe da irgendwas lilanes Blinken. Lila ist meistens Müll, aber das ist eine Ratte. Eine tote Ratte. Weil wir eine Katze haben und ich mag keine Katzen. Also ja, Katzen jagen Nagetiere, aber Katzen suchen sich ihre Haushalter auch selber aus, im Gegensatz zu Hunden. Also wenn wir jetzt hier Z drücken und Animals, bei Hunden kann man hier Enter drücken. Und dann sind sie freigegeben, um als Haustier genommen zu werden. Bei Katzen kann man das nicht. Katzen suchen sich einfach ihre Herrchen und Frauchen aus. Egal, ob man das will oder nicht. Das heißt, jede Katze ist ein potenzielles Haustier, das nur darauf wartet, sich ein Herrchen und Frauchen zu suchen und dann Leck verursacht und es kann nicht umgebracht werden und es kann sich immer noch vermehren. Das heißt, da hat man her 20, 30 Katzen, die alle schön rollig sind, alle sich miteinander verpaaren und dann die ganzen Kinder, die dabei rauskommen, die werden dann wieder freigegeben, automatisch als Haustier. Und irgendwann hat jeder Zwerg zig Katzen und das fortkommt nicht mehr voran, weil jeder über Katzen stolpert. Das ist echt übel. Aber gut. Was lungern die hier alle vor dem Floodgate rum? Ein Hund, Akatana und Buntefuß haben alle nichts zu tun. Die machen hier Pause. Oh, stimmt. Ich drücke mal ganz kurz I. Wir haben hier noch eine Meetingzone. Die habe ich vergessen rauszunehmen. Also ich drücke mal X. Und markiere den ganzen Bereich hier. Jetzt ist die Zone aufgelöst, denn wir haben ja schon einen Meetingbereich oben hier in der Dining Hall. Dann haben wir wenigstens alle Leute auf einem Platz. Das finde ich ein bisschen übersichtlicher. Und die Rattenüberreste häufen sich langsam. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Ein anderer Zuschauer hatte dasselbe Problem, dass er halt 2 Katzen von vornherein mitgenommen hatte und überall dann Rattenleichen rumlagen, die komischerweise nicht wegtransportiert wurden. Das können wir jetzt gleich mal testen. Also sobald genug Mechanismen da sind und
wir das Floodgate hier wieder öffnen können, dann schauen wir mal, wie wir die Katzen, die Rattenüberreste loswerden. So, wir brauchen noch A, F und wir müssen das mittlere Floodgate auch noch verbinden. Enter, Enter. A, F. Jetzt das rechte Floodgate. Und hier ist schon ein Mechanismus von einigermaßen guter Qualität. Aber sei es drum. Das ist nur aus Chert und ich denke mal nicht, dass so viele Zwerge so ein billiges Material gerne haben. Also verbauen wir das einfach. Enter, Enter. Und ist hinten dran wieder A und P. Damit die drei Floodgates automatisch hochgezogen werden oder runtergefahren werden, sobald der Auftrag fertig ist. So, aber jetzt machen wir es mal wieder einen Cut und eine Pause und wir sehen uns gleich wieder.